Genau, 42. 30. 30. Auf einmal 42. Ah, hier. Durchreißen. Das ist schön gerade. So, jetzt haben wir ein wunderbares Tuch. Nur das ist ungefähr genau die Stelle. Ein Spiral Hurricane Design wird es. Das ist jetzt, ich drehe das genau an der Stelle, die oben auf der Stirn dann erscheint. So. Und jetzt wickele ich das schön in Bändern ein. So, hält das. Und das sind jetzt die einzelnen Flächen für die Farben. Spritze und die Farben. Javana Batik Textilfarben. Was haben wir denn hier? Orange. Das ist schwarz. Schwarz machen wir zum Schluss. Fange ich bei der hellsten Farbe an mit dem Rühren.
zu. Jetzt. Jetzt machen wir schwarz. Und dann nehmen wir aber zwei. Das zu sehen, ja. Dann nehmen wir aber, wo ist denn jetzt der schwarze? Das ist rot. Natürlich blöd, dass die das nicht. Na, das ist schwarz. Schwarz nehmen wir. Jetzt nehmen wir erstmal eine Plastiktüte. Und kochendes Wasser machen. So, und jetzt nochmal. Und jetzt packe ich das in die Plastiktüte. Und in der Plastiktüte erhitze ich das zum Kochen. Und ich nehme sicherheitshalber zwei Tüten. Weil dann ist die Farbe ja intensiver, dann brauche ich auch nicht so viel. Ne? So, jetzt fülle ich das hier schön mit Schwarz auf. Mal schauen. Ja, also ruhig, dass das Ganze so im Wasser ist. Aber ich werde das jetzt in 10 Minuten dann erhitzen. Ne? So, jetzt können das Schwarz schön reinziehen. So, ich bin also jetzt hier gut aufgefüllt, so dass es auch schön im Wasser liegt. Dann klemme ich mir den auch zu. So, so kommt er jetzt in das heiße Wasser. Aus dem einfachen Grund, weil ich Farbe spare. Und dann einmal erhitzen. Und wenn das Wasser kocht, lasse ich es 10 Minuten ziehen. So, 10 Minuten um und auf geht's ins kalte Wasser. So, jetzt muss ich erstmal kaltes Wasser laufen lassen. So, jetzt wasche ich das so kalt wie möglich aus. Ne? Ganz wichtig. Alles verteilen. Ganz wichtig. Sonst werden die weißen, sonst verlauscht die Farbe wieder. Ne?
Das ist schön. Also ein super Spiraldesign. Ne? Und haben hier genau auf der Spitze, vorne, wo wir hier nachher den Zipfel drehen, den Kopf. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, auf die Heizung und fertig. Boah, so kalt, dass mir die Hände riechen. Hier haben wir auch nochmal den schönen